Und dann die fliegenden Wolkenhände. Und da machen wir, folge ich mal dem, was die Leute am liebsten machen. Mache ich sonst nicht. Aber ich kenne die Tendenz und dann können wir das auch aufnehmen. Wir müssen halt dann nur abfangen und dann zum ruhigeren wieder zurückkommen. Das ist wichtig. Gibt dann ein paar ergonomische Eigenschaften bei den ausladenden Wolkenhänden. Und dann kann man durch den Oberkörper nur drehen und die Hüfte stabil halten. Wenn ihr aber merkt, ihr könnt nicht so stark vertwisten oder möchtet das heute auch nicht, dann stellt die Füße ein bisschen aus. Also ihr müsst das jetzt nicht im Reiterstand machen. Also selbst wenn ihr einen normalen breiten Stand macht, stellt die Füße aus und wie vom normalen Gehen, dann nehmt die Richtung der Fußspitze des belasteten Beins als Maximaldrehung. Dann dreht nicht noch weiter, sondern dreht wirklich bis zur Fußspitze, kommt wieder zurück und so weiter. Und dann könnt ihr dabei den Ball drehen. So ein bisschen vielleicht den Oberkörper noch ein bisschen ausdrehen. Ein bisschen sinken. Und langsamer werden, ne? Ist klar. Und das Wichtigste dabei ist gar nicht das, was man mit den Händen macht, erstmal, sondern auf die Knie zu achten. Ich weiß, also weil wir sind westlich geprägt und hier oben, ne, das heißt also in dem Bereich mehr zu Hause bis hierher, ne, machen, machen, denken, denken, ist normal, ist auch nichts Schlimmes. Bloß den Bereich darunter brauchen wir, insbesondere hier. Ne, also dahin zurückzukommen, ist wichtig. Also das hat da auch kulturell ein bisschen was, also den, dass man im christlichen Bereich und auch selber sogar im Buddhismus gibt es da manchmal diese Fehlentwicklung, quasi den Körper zu negieren. Deswegen mag ich eigentlich eine bestimmte Richtung im Daoismus, der das zur Ruhe kommen lässt. Und da der Daoismus sich in China und in Japan mit dem Buddhismus und hast du nicht gesehen, ist das eh alles ein großes. Deswegen werdet eure eigenen Lehrer. Das Problem ist wieder, ihr steht euch selber im Wege mit dem Affengeist. Ihr folgt, ich auch manchmal, immer weniger, das ist der Weg, folgt in erster Linie dem Affengeist. Der will Action und so, da muss was los sein, da muss es hüpfen, bla 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 und bunt sein und blitzen. Und dieses innere Lächeln ist ganz subtil, ist ohne Action, ist sehr kraftvoll, aber eben sehr leise. Und da kommt die Weisheit her. Das ist eben nicht Action. Das ist eine subtile Zufriedenheit, die man in seinem Leben sonst ganz, ganz selten erreicht. Und das ist das, was wir trainieren quasi, wenn man es trainieren nennen kann. Dadurch, dass wir diese Hindernisse, die auf dem Weg sind, kennenlernen und den Zusammenhang von Geist, Geistmustern, Denkmustern, und sogar angeborenen Verhaltensmustern. Ne? Familie schützen, Mutter, Vater, gibt es bei jedem Tier. Haben wir auch. Und das bei sich selber festzustellen, ist enorm wichtig. Ne? Oder Angstreaktionen, ne? Ärger, angreifen, wegrennen, erstarren. Das bei sich festzustellen. Ne? Gier, ich will. So alles bei sich feststellen. Dass das kein von außen aufgeprägter Moralkrempel ist, sondern dass man aus Eigenantrieb sagt, na, ich möchte jetzt nicht mehr so viel Bier trinken oder nicht mehr so viel Kuchen essen. Aber ich habe festgestellt, das tut meinem Körper nicht gut. Ich möchte das nicht mehr. Nicht, weil irgendwer das sagt oder weil ich abhängig bin oder bla 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 bla. Nein, ich das selber mitkriege, das tut mir nicht gut.
obwohl wir ja auf Zuckerkram geeicht sind, ne, und Bier trinken manchmal Fun ist, dass man dann sagt, nee, ich hab das jetzt auch probiert, ein bisschen weniger, nee, ich lasse das ganz weg. Ne. Ihr seht, ich achte mehr auf mein Knie. Ich mache diese Übung sehr selten. Weil das Ziel, jetzt kommen wir wieder zurück, ist auch hier langsamer zu werden, kleinere Bewegungen. Dann kann ich schon anfangen, die Füße wieder gerade zu stellen. Mehr darauf zu achten, ob ich aufrecht bin, frei atmen kann. So dass, wenn ihr das quasi wie traditionell lernen würdet und ihr einen Meister seht, der macht dann nur noch das. Ne? Und dann denkt ihr, das wäre die Übung. Nee, am Anfang, wenn ihr ganz frisch dabei seid, ist das die Übung. Ne? Richtig große Bewegung, damit ihr auch merkt, was im Körper los ist. Genug. Genug für heute schon, denke ich. Ja. Wunderbar, danke für eine Session mit unserem merkwürdigen Zen-Qigong langsame Bewegung.